Der Collaborathon ist ein Format, bei dem in 36 Stunden sowohl ITler als auch Designer und Business Developer zusammenkommen und eine neue Idee entwickeln und das Ganze als Prototyp umsetzen. Hier werden Teams neu geformt. Das heißt, man verbindet ITler aus Firmen wie beispielsweise Microsoft oder IBM und diese treffen dann auch Banker, kommen direkt Mitarbeiter und entwickeln dann diese Prototypen gemeinsam. Dabei gab es 11 Teams, die gepitcht haben und auf 2 Challenges eingegangen sind. Also wir bauen ja hier gerade mit dem Hammer Brooklyn Digital Campus eigentlich einen Ort, wo in Hamburg digitale Transformation stattfinden soll. Das müssen wir unterstützen. Das ist genau die Art von interdisziplinärem, kollaborativen, anderen Arbeiten, kurz fokussiert, fail fast, die wir eigentlich ja auch hier in die Hamburger Unternehmen tragen wollen. Bei Zalando oder bei Adidas und rein und dann bekomme ich nicht in Geld mein Cashback-Prämie, sondern ich bekomme Aktienanteile von dir. Die Idee hat eigentlich nur einen Tag gedauert. Und dann haben wir das hier nochmal feingetunt, geguckt, was schaffen wir in der Zeit, wie lange ist der Pitch und haben es dann hier ran gesetzt. Vier, glaube ich. Ja, so ungefähr. 4-5 Stunden. Wir machen das grundsätzlich und das kommt vom Herzen her, weil wir natürlich sehr an Technologie interessiert sind, aber zum Zweiten natürlich auch an Kollaboration. Wir glauben wirklich, dass industrieübergreifende Kollaboration wirklich einen verändernden und differenzierenden Faktor bringen kann. Und das ist der Grund, warum wir auch hier sind. Ich bin wirklich beeindruckt. Man kommt hier hin, die Leute haben gerade mal irgendwie Zeit, wirklich am Projekt 36 Stunden zu arbeiten, das teilweise auch noch nachts. Und was dann mehr oder weniger hier präsentiert wird, ist beeindruckend, muss ich sagen. Könnten sich viele große Firmen auch ein Beispiel dran nehmen, ohne Frage. Also wir haben tolle Teams gesehen, es haben ja 11 Teams präsentiert, die hatten super tolle Ideen. Klar ist jetzt nicht jede direkt umsetzbar, aber wir haben mit unseren 2 Preisträgern 2 ausgewählt, die durchaus Ideen haben, die realistisch umsetzbar sind. Das eine ist ein Investing Case kombiniert mit Zahlungsverkehr. Das andere ist eine sehr charmante Lösung, wie man Wertpapier sparen mit externen Produkten koppeln kann.